So. Ja, hallo, herzlich willkommen im neuen Jahr aus meiner Hütte. Erstmal einen schönen Kaffee bei dem Sauwetter. Es ist jetzt schon tagelang nur am Regnen. Ja, heute wollte ich ein Messervideo machen, und zwar von dem Hause Wenger. Wenger ist ja von Victorinox übernommen worden, und Victorinox hat auch die Herstellung der Wenger Messer jetzt eingestellt. Die verkaufen jetzt die Modelle, die es noch gibt, alle ab. Und da wollte ich euch mal von der Hardwoods-Kollektion drei Wenger-Messer zeigen. Ich hole euch aber dafür mal ein bisschen näher ran. Zuerst auch mal einen Schluck Kaffee. Ja, hier haben wir einmal das Ranger Hardwoods 57, dann das Ranger Hardwoods 55, baugleich mit dem Victorinox Ranger Wood 55 oder mit dem von Wenger 55. Nur andere Griffschalen halt. Und das Hardwood 10. So, kommen wir mal zu den einzelnen Messer. Zeigen wir euch erstmal hier das. Das ist das Hardwood 57. Also sehr selten geworden, diese Modelle. Kaum noch zu bekommen. Ist also mit einer Einhandöffnung. Also nicht 42A konform. Die Klinge wird durch diesen Liner hier gesichert und ist feststehend damit. Und durch Drücken der Schweizer Flagge nach unten kann man die Klinge ganz leicht entriegeln. Dann hat es noch eine Ausweitklinge, die ist vorne stumpf, aber hier rasiermesserscharf. Das ist ein richtiges Jagdmesser. Diese Klinge ist allerdings nicht feststellbar. Dann die Ranger übliche Säge, was bei allen Ranger Modellen, also die taugt wirklich was. Die gibt es bei allen Ranger Modellen, diese Säge, bis auf ein paar wenige, wo eine Zange noch dran ist oder anderes Werkzeug. Aber wo diese, also bei den Ranger-Modellen, wo diese Säge dran ist, also die taugen wirklich was. Ist auch sehr, sind sehr große Taschenmesser. Ich habe Größe 10, Handschuhgröße 10, und da hat man richtig was in der Hand. Und die Griffschalen, die sind einfach nur geil. Hier steht auch nochmal Wenger drauf. Jetzt macht der Fokus wieder nicht mit. Da steht noch Wenger drauf. Ja, dann haben wir hier noch den Flaschenöffner zum Hebeln auch mit Kabelabisolierer. Der Wenger übliche Dosenöffner. Der ist ja ein bisschen anders da. Das ist übrigens bei dem, der einzige Unterschied zwischen dem Ranger Wood 55 und dem Wenger Ranger Wood 55, der Dosenöffner und die Aale. Und halt diese Fahne. Das ist der einzige Unterschied zwischen diesen Messern. Hier haben wir eine Stech- und Nähaale.
Und bei Victorinox haben wir eine Näh-, Stech- und Bohrahle. Und dann halt den Korkenzieher. So, jetzt kommen wir mal zu dem 42A konformen, dem Ranger Hardwoods 55, wie gesagt, baugleich mit dem Victorinox Wood 55 oder mit dem Wenger 55. Der einzige Unterschied sind halt diese Griffschalen. Ich schaue es mal ein bisschen näher ran. Heute macht der Fokus nicht richtig mit. Das kann natürlich auch an dem Licht hier in der Hütte liegen. Ist nicht, die Hütte ist ja nicht so ausgeleuchtet wie drinnen im Raum zu Hause. Haben wir die Zweihandklinge. Wir haben hier eine Klingenlänge von 9,5 cm. Und seht ihr, die Schneide, die hört praktisch hier auf. Also das ist eigentlich schade bei diesem Messer, dass die Schärfe nicht bis unten hin durchgeschliffen ist. Meine Meinung jetzt. Man sieht es hier an dieser Faser. Auf der Klinge steht dann auch noch mal Wenger. Einfach nur geil, diese Messer. Überhaupt sind meine Favoriten diese Ranger-Modelle. Egal ob von Victorinox oder Wenger. Victorinox hat ja diese Ranger-Modelle von Wenger übernommen. Wenger hat diese ja zuerst hergestellt. Wie gesagt, durch diese Flagge eindrücken entriegelt die Klinge. Und dann ist hier auch noch die Säge dran, wie bei dem 57er. Flaschenöffner, Kabelabisolierer und Schlitzschraubendreher. Und auch der Dosenöffner. Also, wenn ihr sowas bekommt, direkt zuschlagen. Hier, das war jetzt der absolute Schnapper. Habe ich auch durch eine Online-Firma bekommen. Für sage und schreibe 40 Euro noch. Dafür bekommt man noch kein Victorinox Ranger-Messer. Die Dinger werden richtig hoch gehandelt mittlerweile. Ja, und hier, das ist das 10er. Ein schönes kleines EDC-Taschenmesser. Auch in diesen Hardwoods-Griffschalen. Auch mit so einer kleinen Stechahle, allerdings eine reine Stechahle ist das. Ist der Klingendurchbruch nicht vorhanden, also nicht zum Nähen geeignet. Dann der kleine Korkenzieher. Die Klinge bei diesem Modell. Ist ja, 6,5 cm. Dann haben wir hier noch eine Nagelfeile und eine Nagelreinigungsspitze. Kann man auch holen, für kleine Schräubchen reinzudrehen. Dann wieder der Flaschenöffner mit Kabelabisolierer und Schraubendreher. Und der Dosenöffner. Zusätzlich hat dieses Messer aber noch den Zahnstocher hier hinten. Den kann man rausziehen.
Und eine Pinzette. Ja, die wollte ich euch mal vorstellen. Das ist jetzt die Ranger Woods Kollektion, die ich besitze. Es gibt noch weitere Messer von Hardwoods, aber diese drei Modelle besitze ich. Dann gibt es von denselben gibt es noch die Snow Edition. Das ist die Schnee Edition. Und davon habe ich auch noch zwei Modelle, die stelle ich euch dann mal ein andermal vor. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Lasst mir ein Abo da, liked mich, würde mich freuen. Dann bis zum nächsten Mal, mal wieder auf einer Tour oder bei einer Giervorstellung. Bis dann, euer Zerri Survival. Tschüss, macht's gut.